So. Ach, ich habe gesehen, man kann den Schwierigkeitsgrad auch jederzeit ändern. Das freut mich. Das war nicht so geplant. Nicht gut. Okay, hier scheint man mal Deckung zu bekommen. Ah nein. Oben ist Visor, muss ich mir anmerken. Okay, der wird uns wahrscheinlich keinen Ärger mehr machen. Was ist das denn? Ach, Panzerung verbessern und sowas. Okay, hier kann man nur normal Panzerung machen. So, den muss ich jetzt, glaube ich, ausschalten. Jop. Gut. Erstmal sehen. Das ist anscheinend so eine Basis. Okay. Wir müssen da vorne hin. Okay. Nein, das ist dann nicht mehr aktivieren. Finde Beschütze Nathan Cloud. Okay. Den hatte ich vorhin markiert, deswegen hat er so ein Dreieck, glaube ich. Ah, muss gleich niesen. Puh. Also so ein Stummknopf an einem Headset kann Leben retten. Das war nicht gut. Ach, da oben. Oh, fuck. Oh, warte mal. Ist hier drin vielleicht irgendwas, das uns von Nutzen sein könnte? Ja, hier kann ich mal kurz. Ich sollte weniger dieses komische Dingens hier benutzen. Und mehr die Shortcuts. Also ich habe auf Q Unsichtbarkeit, auf E habe ich, glaube ich, Nano Vision. Das haben wir aber alles noch nicht freigeschalten. Das kenne ich aber aus dem Multiplayer. Okay. Berechne Alternativroute. Okay. Ja, okay. Anscheinend kriegen wir das Tor da nicht auf. Und unser Nanosuit hat noch nicht gelernt, wie man hackt. Oh. Nicht gut. Ich muss mal öfters hier auf die Gegner achten. Oha. Okay. Ich muss sowieso hier vorne rum, also. Ist da oben auf der Brücke einer? Scheint mir erstmal nicht so. Das Labor da hinten ist zu. Hier kann ich Muni nachfüllen. Okay, meine Munition ist voll. Jetzt aber nicht mehr. Ah, das sieht doch mal gut aus. Prophet, hier sind überall Zellen. Ich muss raus. Wir treffen uns im Labor. Beeilen Sie sich. Okay. Tarnfeld aktiviert. So, das hat funktioniert. Ah, das ist so eine Kammer. Okay. Verdammt, ich dachte, er dreht sich nicht um. Ja. Gut. Ja.
Aus dem Staat New York berichtet nun Michel Sikorski. Also gibt es ja anscheinend auch Erdbeben. Tarnfeld aktiviert. Scarab gegen Scarab austauschen. Ja, soll ich die Scar gegen die Scar austauschen oder was? Ja. Ne, lass ich jetzt mal. Laptop benutzen. Versuche System Neustart. Erstsäuberung aktiv. Okay. Erstsäuberung abgeschlossen. Standby. Magnetsiegel freigegeben. Kommen wir da jetzt durch? Fremdschadstoff entdeckt. Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstüren auf. Ja. Ach, kommt der Wasser runter. Okay, da habe ich den ersten Grafikbug schon entdeckt. Hier, die Arme. Und schon sind wir im verseuchten New York. Nicht wie im letzten Teil, wo wir alles auf einer chinesischen Insel oder so gemacht haben. Okay. Da oben scheint so ein Teil zu sein. Was haben wir denn da? Suchen, Kante greifen. Munitionsnachschub. Suchen. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall mal tun. Und wir begeben uns hier mal schön. Wissen von hinten oder auch nicht. Hören Sie, mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Zell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SAP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Oh nein. Marines leider nicht im Angebot. Da scheint irgendwas zu sein. Suchen. Das will ich mir mal markieren. Achso, das ist okay. Auch gut. Und das scheint wieder eine weitere gesperrte Zone zu sein. Was haben wir denn hier? Postkarten. Ich gehe hier immer mal durch, weil ich das Spiel. Oh, verdammt. Ich wollte ja eigentlich Messer machen und nicht Maus 5. Sammlerstück Souvenir. Genau, sowas suche ich hier. Okay. Was sagt uns der Laptop? Nichts. Auch gut. Ja. Kommen wir jetzt weiter oder müssen wir hier durch die... Was steht denn da? Manhattan's Welt of Low Manhattan. Also. Unterer Teil von Manhattan ist anscheinend ein bisschen ausgeschaltet. Suchen. Ja, was soll ich denn hier suchen? Ach, hier komme ich wieder aus dem Laden raus. Okay. Hätte ich mir auch denken können. Weg damit. Fire Escape. Okay, hier kommt man, glaube ich, nicht in die U-Bahn. System Override. Okay. Benutzt Panzermodus aktivieren. Maus 4. Ach, hier. Maximale Panzerung. Panzerung verhindert die äußere Hülle des Nanos, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Okay. Der Panzermodus verbraucht Panzerenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. Ich hab da auch einen Headshot reingedrückt. Gut. Maximale ich werde hier nicht so viel Munition verschwenden.
sind denn die ganze Spacken? Tarnfeld aktiviert. Nein, 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 nein. So, da hätte ich auch einfach drauf schießen können. Naja. Scar gegen Feline. Was ist das denn jetzt? Ja, da lege ich doch die Pistole mal weg. Hast du auch eine Waffe fallen lassen? Oh, hat die Waffe einen Schalldämpfer? Kimmelkorn. Ja, der hat nur Schalldämpfer, kleine Pistole. Ist ja alles das gleiche. Schade, beim alten Teil konnte man da so die Munition von den Waffen aufsammeln. Hm, der hatte auch eine Pistole, aber kein Schalldämpfer. Option suchen. Ach, das haben wir schon gemacht. Alter Schwede. So. Du bist ein Gegner, du bist ein Gegner, du bist ein Gegner. Was? Fahren? Ja, hier haben wir Granatennachschub. Okay, da scheint ein ganz schön ein Batzen an Granaten nehmt. Eins, zweimal tippen. Oh. Okay, das habe ich jetzt noch nicht so raus mit den Granaten. Okay. Wo geht's denn hier lang? So, die haben glaube ich nicht gesehen, dass wir hier unten durch sind. Bei denen bin ich schon ganz unten durch. Du hast einen Headshot gehabt, aber so Unsichtbarkeit und Tarnfeld. Tarnfeld aktiviert. Headshot reingedrückt. Ah ja, mein Handy geht schon wieder auf. Okay, bis gleich, Leute.